Don't be scared. We see the stars. I'll take you there. But first, baby girl, I need you to drop it low. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner Let's Play FIFA 16 Bayern Karriere mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Und willkommen zurück. Wir sind wieder am Start und ich werde Coman hier mal aus dieser Chancenerarbeitungs-Ding-Training-Teil da rausnehmen. Okay, der Deutsch. Und werde da einen Jugendspieler reinpacken. Und zwar den aus dem Mittelfeld. Den, wo haben wir ihn hier? Das müsste ein zentraler Mittelfeldspieler sein. Dieser Crivello. Denn der ist erst 16 Jahre alt, oder 15 Jahre sogar erst, und hat schon richtig, richtig nice Stats. Den werde ich auf jeden Fall mal hier reinholen. Der hat schon 76 Freistoßpräzision und 80 Effet oder so. Da werde ich auf jeden Fall mal hier diese langen Pässe trainieren. Ich glaube, der könnte echt was Gutes werden, wenn wir mal Pässe beherrschen. Da hat er auch schon 62. Das ist schon echt nicht schlecht. Ich glaube, was ist denn der? ZOM oder ZM? Der könnte vielleicht was werden. Junger Italiener. Gerne gesehen hier bei uns. Sané verbessert sich hier bei Übersicht und kurzem Passspiel. Sehr schön. Und dann geht's weiter. Wir haben ja den deutschen Klassiker vor der Brust. Und zwar gegen Borussia Dortmund müssen wir spielen. Zuletzt lief es ja in der Bundesliga echt wieder ganz gut. Gegen Bremen. Und Alaba möchte, dass wir sein Gehalt verbessern. Also gegen Bremen lief es auf jeden Fall schon wieder richtig gut. Dann haben wir dann am Ende 2:1 gewonnen. Hätte ein bisschen sicherer und seriöser ausgehen können. Boateng. Mach mal hier deinen Vertrag verlängern, fällt mir gerade auf. Alter, gut, dass ich das merke. Gegen Bremen lief es auf jeden Fall ganz gut. 2:0 zur Halbzeit. Da sah es so aus von wegen, ja, das läuft doch. Und dann auf einmal haben wir so gemerkt, in Halbzeit 2, okay, nach diesem 2:1-Ding da durch Neuer, was natürlich mein Fehler war, haben wir so gemerkt, oh ja, da haben wir ja ein kleines Problemchen. Und Alaba hat auch nur noch 8 Monate. Okay, Alaba, Boateng und Lahm, alle nicht mehr viel Vertrag. Da sollte ich jetzt mal vorbeischauen. Also erstmal kümmere ich mich hier um Alaba, dass wir den hier halten, mal essentieller Stammspieler. Und dann muss ich hier gucken, dass ich Geld zusammenbekomme und das mit Boateng und Lahm regeln. Ich glaube, da mache ich hier mal eine Budgetanfrage, dass ich ein bisschen mehr bekomme, damit ich das hier mit den Verträgen schnellstmöglich regeln kann. Denn das bereitet mir gerade ein bisschen Sorgen. Das sind einfach drei Spieler von unserer Viererkette, die dann nur noch weniger als ein Jahr Vertrag haben. Wir kriegen die 10 Millionen, das ist gut. Und dann kann ich das, denke ich, auch mal klären. Machen wir hier alles weg und ballern das Gehalt rüber. Das sollte dann im Normalfall auch ausreichen. Also 70.000 brauchen wir noch für Boateng. Damit der verlängert, das habe ich gerade schon gesehen. Achso, Nicomar hat 4 Jahre, 8 Monate. So war es, genau. Heuberg müssten wir auch nochmal gucken, dass wir den dann zumindest noch verkauft bekommen. Ein Jahr könnte Lahm definitiv noch dranhängen. Machen wir essentieller Stammspieler. Und Boateng, ja, können wir sogar 2 Jahre dranhängen. Machen wir 300.000. Essentieller Stammspieler. Eigentlich kann er einen neuen 3-Jahres-Vertrag unterschreiben. Machen wir 320.000. Also Boateng kann eigentlich nochmal einen langen Vertrag bei uns unterschreiben. Sehe da gar nicht das Problem. Wir haben jetzt hier dieses Training, dann mache ich nochmal bei Crivello weiter. Haben wir jetzt hier einmal 2 Wochen außerhalb bekommen. War wohl auch gar keine Länderspielpause. Das ist ein bisschen verwunderlich. Kimmich verbessert sich auch. Sané auch bei Ballkontrolle. Und Kimmich immer in den langen Pässen. Das freut mich doch. Wir haben einfach schon 11 Punkte Vorsprung in der Liga. Holy shit. Okay, was ist bei Alaba? Okay. Holy shit. Was will Alaba? Er will einfach nicht den Vertrag verlängern, beziehungsweise wir dürfen ihn noch nicht mal mehr darauf ansprechen. Gut, ist zum Glück nicht mehr mein Bier, weil nächstes Jahr werde ich sowieso nicht mehr hier Trainer sein, aber es wäre trotzdem behindert. Lahm und Boateng haben derweil nochmal verlängert. Gomez ist wieder fit, okay, nice. Das ist doch schon mal was, aber das ist komisch. Lewandowski möchte auf jeden Fall gegen Dortmund spielen, das kann ich auch verstehen und der wird natürlich auch spielen. Dann darf Wade wieder auf seine rechte Seite. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen komisch. Ich werde Hummels natürlich in die Startelf packen gegen Dortmund, das ist alleine schon Spannung genug. Also Hummels gegen Dortmund in der Startelf, da freue ich mich dann auch mal in Real Life dieses Jahr drauf. Darf man einfach nur gespannt sein. So, Lewandowski, für wen kann man denn da mal rausnehmen? Kann man denn da mal rausnehmen? Ich glaube Brandt, wobei der mir echt gut gefallen hat. Also Lewandowski wieder in die Startelf neben Müller. Links Neymar, das passt. Isco vielleicht in die Startelf, wobei ich würde Özil ganz gerne von Anfang an spielen lassen. Und dann Lahm vielleicht als defensiveren Sechser, genau, machen wir es so. Das sieht eigentlich so ganz gut aus. Dann haben wir Sané noch als schnellen Flitzer auf der Bank. Das passt soweit. Und dann mache ich mal hier wieder die Rollen. Dann ist es vor allem bei den Ecken aufgefallen, dass es eben wieder ein bisschen komisch ist. Momentan macht nämlich die rechten Ecken Vidal. Das ist so ein bisschen komisch. Elfmeter Müller. Kapitän machen wir dann. Ich glaube, ich ernenne dann einfach als neuen Kapitän Neuer. Das ist, ich würde sagen, das passt eigentlich ganz gut. Weil Lahm habe ich halt manchmal drin, manchmal nicht. Und dann switcht der Kapitän eben auf andere Spieler. Machen wir Neuer. Der ist auf jeden Fall ein würdiger Kapitän, würde ich sagen. Und dann gehen wir rein in die Partie.
gegen die Dortmunder, die ja hier Cavani am Start haben. 6 Minuten Legende bewirkt. Ich würde sagen, da gehen wir rein, Freunde. Bis gleich in der Partie, in der Hoffnung, dass wir das holen. Lewandowski, unser Bomber, ist wieder da. Und dann schauen wir mal, Freunde. So, Freunde, und damit herzlich willkommen im Signal Iduna Park. Dort treffen heute aufeinander die Borussen aus Dortmund und die Münchner aus dem wunderschönen Bayern, Freunde. Es ist eine Wahnsinnspartie. Das El Clasico aus Dortmund steht hier bevor. Und die Dortmunder kommen hier wirklich mit einer richtig guten Leistung in die Partie. Sind momentan Vierter mit 21 Punkten. Das ist jetzt kein schlechter Punkteschnitt und denke ich mal auch ihr Anspruch, da unter den ersten vier zu sein. Wollen sich ja eigentlich so eher als die Nummer 2 in Deutschland etablieren. Das ist bis jetzt die Saison noch nicht geglückt, aber da haben sie die Chance zu. Und Bale, der steht hier im Fokus, ist wirklich richtig eingeschlagen als neuer Transfer. 8 Tore bis jetzt in 12 Bundesliga-Partien. Das ist einfach ein super, super starker Schnitt. Und da sehen wir auch schon die Münchner Mannschaft, die heute eben auf die Dortmunder trifft. Das ist ein spannendes Duell. Ich denke mal, da haben wir auch schon alles so gesagt. Einfach aus dem Grund schon eine Brisanz für sich, dass man hier Spieler wie Hummels oder eben auch Hummels und eben auch Lewandowski eben Spieler auf dem Platz hat, die früher bei Dortmund unter Vertrag standen und jetzt eben hier zum großen Rivalen gewechselt sind. Cavani sehen wir hier, absolute Sturmkraft der Dortmunder. Und da werden wir gleich auch nochmal einen Blick auf die Aufstellung beider Mannschaften sehen. Lewandowski, den sehen wir hier vor einigen Jahren eben das rote Trikot angezogen. Vorher auch wirklich grandiose Erfolge mit den Dortmundern gefeiert. Ich erinnere mich da gerne an den Viererpack gegen Real Madrid in der Champions League. Alleine dafür schon den Legendenstatus hier in Dortmund. Die Dortmunder also eben hier in einem 4-5-1, was sie heute aufs Feld schicken. Wir dann wieder mit unserer Dreierkette, mit einem 3-5-2. Versuchen da im Mittelfeld die Kontrolle zu erhalten. Hummels heute den Vorsprung gehabt, ein wenig vor Mustafi, und darf da eben ran. Lewandowski natürlich wieder im Sturm gesetzt, nachdem er hier seine Gelb-Rot-Sperre abgesetzt hat. Und dann würde ich sagen, geht's rein in die Partie, auswärts in Dortmund. Müssen wir hier auch gewinnen, damit wir unser 13. Ligaspiel in Folge gewinnen. Und das wär's natürlich. Boateng, erstmal hier ruhig aufbauen über Alaba. Das ist wichtig bei so einer Dreierkettenformation, wo man eben nicht mehr so viele Spieler hinter dem Ball hat. Meistens sind es tatsächlich nur die drei Innenverteidiger. Boateng, jetzt mal mit einem Vorstoß. Das kann er auch machen. Boateng, dann darf er auch nicht solche Fehlpässe machen. Hat da Bale leider nicht freigelaufen bekommen. Und jetzt müssen wir hier defensiv wieder agieren. Und zwar eben auch Neymar, der sich hier den Ball von Mkhitaryan stehlen möchte, das aber nicht geschafft hat. Piszczek, das hat Lahm gut gemacht, holt sich den Ball. Özil bringt ihn jetzt hier erstmal wieder unter Kontrolle, verliert ihn dann aber gegen Bender. Hier geht's auf und ab. Kagawa, und dann kommt Bale ein Stück zu spät, gibt den ersten Freistoß der Partie. Oh, Lahm gegen Castro, da muss er hinterher. Hummels jetzt auch noch damit eingebunden. Dortmunder müssen das jetzt aber erstmal wieder hinten raus versuchen. Özil kommt hier nicht in den Zweikampf rein. Und dann gibt es das nächste Foulspiel. Özil auch wieder hier nicht gelb. Aber die Dortmunder können es jetzt mit einem Freistoß versuchen. Cavani oder doch Castro? Wird wohl eher Cavani sein. Lattentreffer, Boateng. Ball immer noch nicht draußen. Und dann ist es das Tor für die Dortmunder am Ende. Ist es, glaube ich, Bender gewesen, wenn ich mich nicht täusche, oder wer war es? Nee, Castro. Gonzalo Castro mit dem 1:0 für die Dortmunder, weil wir den Ball dann nach diesem gefährlichen Freistoß nicht rausbekommen haben. Die Dortmunder führen hier mit 1:0. Alaba ratlos, Lewandowski ratlos. Ein vermeidbarer Freistoß, den Özil hier verursacht. Und Lewandowski, Boateng, ein bisschen Ping-Pong. Und dann steht es 1:0, und da kann dann auch wirklich Manuel Neuer nichts machen. 1:0, zweites Saisontor für Gonzalo Castro. Dortmunder jetzt offensiv mit Bender. Der Ball rutscht dann hier zu Arturo Vidal. Der erkämpft sich den. Vidal steckt ihn weiter zu Neymar. Rechts ist der Platz für Bale, und dann wird er gefoult. Das war taktisch. Und dann müsste es eigentlich auch die erste Gelbe jetzt hier für Mkhitaryan geben. Und die gibt es auch völlig zurecht. Lahm nochmal nach vorne mit Thomas Müller. Wartet auf Bale. Der kommt jetzt hier, Bale, und dann kommt er nicht vorbei. Halbzeit in Signal Iduna Park, und die Dortmunder führen hier mit 1:0 nach einem starken Freistoß von Cavani, der an die Latte klatschte. Und dann, ja, Ping-Pong, Nachschuss Castro, und die Dortmunder führen hier, aber auch nicht ganz unverdient. Bis jetzt könnten wir hier einfach vorne nicht genug Akzente setzen. Das müssen wir dann in Halbzeit 2 versuchen. Oh, Durm hat hier viel zu viel Platz. Kagawa!
Was ist denn da los? Kagawa ins kurze Eck. Natürlich war der stark geschossen, aber das Tor darf niemals so passieren. Viel zu passiv in der Verteidigung. Dann Lahm, Hummels und dann steht 2:0 für Dortmund. Eieieiei, aber Neuer. Das darf dir nicht passieren. Bale. Bale vielleicht mal mit einem Standschuss. Bale, der wird abgefälscht. Vidal. Vidal, da ist eine Lücke für Mesut Özil. Özil mit einer Flanke, die ist nicht schlecht. Lewandowski, der ist nicht drin. Was? Was? Bürki. Roman Bürki mit der Parade seines Lebens. Wie hat er den denn da rausgeholt? Lewandowski, also den hab ich schon und ich glaube jeder andere auch schon drin gesehen. Nächste Flanke von Bale, wieder Bürki da. Unfassbare Parade von Roman Bürki. Lewandowski steckt ihn durch zu Neymar. Neymar, Neymar, gut gemacht, gibt die nächste Ecke. Die Dortmunder greifen hinten agil an und hier sehen wir es nochmal. Torlinientechnik, es war tatsächlich kein Tor. Bürki hat da einfach nur den Reflex des Jahrhunderts gemacht. Bale bringt die Ecke hier nicht schlecht rein. Lewandowski muss sich da durchsetzen, legt dann ab für Özil. Verdeckter Schuss, Vidal kommt da nicht mehr dran. Bürki wird hier so langsam zum Mann der Partie. Özil, Platz für Lewandowski, wird dann da aber nochmal weggedrängt. Und jetzt Pressing auf Bürki und dann macht er so einen Fehler. Roman Bürki mit so einem Fehler und Lewandowski mit dem 2:1. Da haut er gerade die Parade seines Lebens raus. Und dann so ein Fehler bei der Ballannahme. Özil will ihn durchstecken auf Lewandowski. Dann verteidigt hier Durm, war es, glaube ich, eigentlich richtig gut. Legt ihn dann zurück für Bürki. Der muss ihn nur weghauen. Und dann verspringt ihm der Ball und Lewandowski mit einem Tor durch eine Grätsche. Ich glaube, Bürki dann auch einfach irritiert, wie schnell das alles ging. Und wollte dann auch nicht eine Verletzung riskieren, wenn er das Bein da stehen lässt. Denn Lewandowski kam da auch schon angerutscht. Aber eieieiei, Roman Bürki liefert hier gerade einen Scorerpunkt. Und nächster Fehler der Dortmunder. Also jetzt ist wieder alles drin, Freunde. Let's go. Müller, oh, links wäre Platz für Özil gewesen. Spielt ihn weiter zu Lewandowski. Und der ist richtig heiß auf diese Partie, das merkt man. Der macht Meter um Meter. Özil gerade schon gesehen. Da ist nicht mehr viel mit Ausdauer und der läuft hier weiter und weiter. Lewandowski auf Bale. Bale, Bale mit Platz, Bale. Vorteil läuft, Gareth Bale, immer noch Bale am Ball, mit einem Volley abgefälscht. Hätte ich auch vielleicht den Freistoß dann nehmen können, aber wir machen weiter. Mit einer Ecke, getreten durch Gareth Bale, die kommt gut. Bürki, Neymar und da ist es. 2:2, Bürki kann nur klatschen lassen und die Bayern... Sie sind wieder da, 77 Minuten gespielt, aus dem Nichts, Freunde. Bale mit der Ecke, der macht ein wahnsinns gutes Spiel und Bürki kann da zuerst gut gegen Neymar klären. Und dann kriegt er den Ball aber nochmal und den kann er dann richtig gut verarbeiten und bringt ihm hier im Tor unter Neymar mit dem 2:2. Und jetzt sind die Karten wieder offen, die Bayern sind heiß. Die Dortmunder haben mit Aubameyang nochmal einen guten Spieler gerade gebracht. Hier ist noch alles möglich. Bale holt den nächsten Ball. Lewandowski, Isco. Er ist auch frisch drin, Isco. Erstmal den Ball stoppen. Lewandowski, Fehlpass. Und jetzt eben die Dortmunder. Was machen die? Die sind gefragt. Haben die auch noch hier Pulver im Gewehr, was sie verschießen können? Das ist die große Frage. 10 Minuten sind noch zu spielen. Es ist ein Wahnsinnsfußballspiel und alles ist offen. Dortmunder kommen nochmal jetzt über Kuba. Der kann Sané nicht verteidigen. Der holt sich aber jetzt den Ball. Leroy Sané. Und jetzt gibt es vielleicht einen guten Konter über Leroy Sané. Spielt ihn gut weiter. Isco. Ach, schade. Kann ihn da nicht durchstecken. Bender, das ist die Schlussphase, die wir uns so sehr gewünscht haben in diesem Klassiko. Die hat auch Klassiko-Charakter. Und die Dortmunder kommen nochmal mit Aubameyang. Neuer Riesenparade. Pierre-Emerick Aubameyang scheitert hier am überragenden Manuel Neuer. Oh, Boateng, stark, wie er hier den Ball holt. Risikopass im Aufbauspiel der Dortmunder. Die Frage ist, was machen die jetzt hier noch raus? Aubameyang frei vor dem Tor. Wieder Neuer, der muss hoch. Denn da kommt vielleicht nochmal der Nachschuss. Und jetzt wieder die Dortmunder Mkhitaryan. Wieder Neuer. Unglaubliche Szenen. Und jetzt können wir kontern. Vielleicht
mit Leroy Sané. Bale signalisiert den Laufweg. Der kriegt den Ball. Ist er schneller als Durm? Bale erstmal am Ball. Und Sané läuft auch schon wieder mit. Leroy Sané ganz links ist jetzt Platz für Costa. Er hat da gut gespielt. Douglas Costa. Costa, mach ihn! Was für eine Partie hier. 91. Minute. Es bleibt beim 2:2. Es ist hier wie ein Finale. Beide Mannschaften geben alles. Hat noch nie so viel Spaß gemacht, eine Karrierefolge zu spielen. Und Manuel Neuer da hinten. Mit einem Riesenspiel. Boateng nochmal. Lewandowski hat da nochmal die Übersicht. Isco, Spiel ist vorbei. Am Ende ein faires Unentschieden. Eine faire Punkteteilung. Bei diesem Spiel, ich schwitze aus allen Löchern. Ich mache gleich erstmal die Klimaanlage an. Huh! Was für eine Partie, Freunde. Für mich das beste Klassikospiel aller Zeiten. Vor allem in Halbzeit 2. Beide Mannschaften können ja absolut stolz auf sich sein. Riesenpartie. Und für mich am Ende Spieler des Spiels ganz klar Manuel Neuer. Was der am Ende da noch rausgeholt hat. 6,7 Bewertung nur. Okay, krass. Da habe ich mit deutlich mehr gerechnet. Also was der am Ende da rausgeholt hat. Wir sehen es auch in der Schussstatistik. Die Dortmund dann nicht viel schlechter. Also ich bin erstmal froh, dass wir das 2:0 noch aufholen konnten. Aber ich war auch hungrig auf das 3:2, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wäre auch vielleicht möglich gewesen, hätte, wäre, wenn und aber. Es war ein wahnsinnig gutes Spiel. Und die Euphorie, dass wir hier noch zurückgekommen sind, die nehmen wir dann mit ins nächste Spiel in der Champions League gegen Beşiktaş Istanbul. Da müssen wir jetzt einfach gewinnen, um eben... Oh, erstmal die Stimme gleich ölen. Damit wir eben auch in der Champions League wieder Erfolge feiern können. In der Bundesliga läuft es ja richtig gut. Unser erster Punktverlust im 13. Spiel, Freunde. Im 13. Spiel der erste Punktverlust. Ich denke mal, das kann man verkraften. Das kann man definitiv verkraften. In der Champions League müssen wir jetzt ran. Und ich hoffe einfach, dass wir hier weiterkommen. Gegen Beşiktaş, das muss ein Sieg her. Moskau und Madrid, die werden sich jetzt hier gegenseitig die Punkte wegnehmen. Im besten Fall kommen wir hier wirklich punktgleich auf den gleichen Nenner wie Moskau. Und gegen Atletico müssen wir sogar noch spielen. Ich hoffe einfach, am besten wäre, wenn die beide jetzt hier unentschieden spielen. Atletico dann 10 Punkte, Moskau 8. Wenn wir gewinnen, theoretisch 7. Und dann haben wir gegen Atletico das Ganze selbst in der Hand. Ich hoffe einfach, dass es was wird. Jetzt erstmal raus, Freunde. Luft holen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann raste mit den Likes richtig aus. Mir hat die Folge so viel Spaß gemacht. Wir machen momentan Karriere so viel Spaß. Freunde, was ein Part. Ich bin raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.